Relax and Gaming, meine Freunde, und willkommen zurück zu einer weiteren Hintergrundgeschichte zu den Classic FNAF Animatronics. Und diesmal kommen wir zu einem besonderen Animatronic, nämlich Springtrap. In dieser Episode wollen wir einfach mal klären, wer denn Springtrap ist, was seine Relevanz in der Geschichte ist und was auch sein Hintergrund ist, sowie seine ganzen unterschiedlichen Formen, die er in der FNAF-Serie angenommen hat. In dem Sinne, falls euch das Video gefällt, like und abonniere nicht vergessen und lasst es direkt beginnen. Ohne Frage ist Springtrap der gruseligste Animatronic der gesamten Serie, wenn wir uns ihn mal so angucken. Ich meine, es ist der einzige Animatronic, der nicht nur die Seele, also die Remnants eines Menschen in sich hat, sondern auch sichtlich die Leiche des ehemaligen Restaurantbesitzers und Erfinder der Animatronics, William Afton. Andere äußere Merkmale ist, dass er zweibeinig ist, recht grünlich aussieht und ziemlich zerstört ist. Genau diese Zerstörung am Körper des ursprünglichen Animatronic lässt uns auch die darunterliegende Leiche von William Afton sehen. Zumindest was davon übrig ist, denn die ist weitestgehend verrottet. Allerdings müssen wir uns hier direkt mal korrigieren, denn das ist kein Animatronic. Dies ist ein Springsuit. Wohl näher bemerkt Springbody. Denn William Afton floh vor den Geistern der vier ursprünglichen Animatronics genau in diesen Suit, der schon lange nicht benutzt wurde, lange nicht gewartet wurde. Der Suit ist dann halt, naja, sagen wir mal so, der Suit hatte eine kleine Fehlfunktion. Genau diese Fehlfunktion hat den guten William Afton auch das Leben gekostet. Zuerst haben wir Springtrap in Five Nights at Freddy's 3 zu Gesicht bekommen. In diesem Spiel war er unsere größte und einzige wirkliche Sorge, denn er war der einzige Animatronic, der uns killen konnte. Auch wenn jeder, der das Spiel gespielt hat, sich an die Phantom Animatronics erinnern kann, konnten die einen nicht töten. Es war nur Springtrap, der den Game Over Screen hervorrufen konnte. Springtrap von uns fernzuhalten in dem Spiel war gar nicht mal so leicht, denn wir mussten Audio von kleinen Kindern nutzen, um ihn von uns wegzulocken. So wie die Zeit nutzen, in der er nicht bei uns war, um halt Systeme wieder neu zu starten, die von den Phantom Animatronics lahmgelegt wurden. Allerdings ist Springtrap nicht nur in der Lage, ohne Probleme die Gänge dort zu bewältigen, nein, er kann auch durch den Vent klettern und so ein Game Over Screen bescheren. Ich habe es ja schon eben einmal kurz angeschnitten, dass der Leiche in Springtrap der gute William Afton ist. Allerdings, wie ist er da reingekommen und warum musste er sich vor den Geistern von getöteten Kindern verstecken? Naja, kurz gesagt, hat William Afton und Henry Emily Fazbear Entertainment gegründet und darunter auch tatsächlich ein Restaurant. William hat hier eher eine Rolle als Erfinder gespielt, indem er halt die Animatronics alle gedesignt hat, besonders die Springlock Animatronics, in besagtem, er ein schreckliches Schicksal erlitten hat, ironischerweise. Doch William hatte auch eine andere Leidenschaft, neben dem Bauen von Springlock-Anzügen, die sogar spezielles Training gebraucht haben, um überhaupt sicher getragen werden zu können. Nein, er hatte auch eine andere Leidenschaft, nämlich seine Familie. Mit einer Frau, einer Tochter und zwei Söhnen könnte man diese Familie als recht idyllisch betrachten. Doch gucken wir uns einmal die Verhältnisse zwischen den beiden Brüdern an, war dies absolut nicht der Fall. Denn der Ältere hat den Jüngeren echt gemobbt, die ganze Zeit geärgert und eine Phobie vor den Animatronics, die sein Vater entworfen hat, in ihm sogar hervorgerufen. Das Ganze ist dann so eskaliert, dass der ältere Bruder und Freunde von ihm den Jüngeren in den Mund vom Fredbear gepackt haben. Und wie wir alle wissen, sind die nicht sicher gewesen, diese Anzüge. Das heißt, Fredbear hat dann auch zugebissen, was ziemlich gefährlich für das Kind war und wahrscheinlich den Tod sogar ausgelöst hat. Nun gucken wir jetzt hier auf den wirklichen Wendepunkt in Williams Leben herab, denn ab diesem Punkt ging alles bergab. Ich meine, ihr müsst euch vorstellen, seine zwei Leidenschaften, die Animatronics und seine Familie, haben sich praktisch in Albträume verwandelt und gegenseitig eliminiert. Sein Sohn hat seinen anderen Sohn in den Mund eines Animatronics, den er designt hat, gestopft und so getötet. Das heißt, diese Mann wurde praktisch jegliche Lebensfreude erzogen und eine immense Bürde auferlegt. Eine Bürde, unter der William Afton einfach nicht der freundliche Familienvater bleiben konnte, der er bisher war. Gefolgt von den dunklen Gedanken und der Depression, die halt diese schlimme Situation ausgeübt hat,
gab er jedem die Schuld, sich selbst und natürlich auch seinem Businesspartner Henry Emily, der in seinen Augen ebenfalls die Schuld dafür hatte, dass sein Sohn starb. Und so nahm er Rache, indem er ihm das antat, was er als faire Rache wohl in dem Moment erachtet hat. Er hat seine Tochter umgebracht vor dem Diner. Nun hatte das Ganze einen Vorteil bzw. einen positiven Aspekt. Die ganzen Springlock-Designs wurden komplett vom öffentlichen Raum entfernt und konnten keine weiteren Kinder mehr verletzen. Trotzdem haben wir hier zwei Familien, die ruiniert sind. William Afton konnte allerdings auch nach seiner Rache nicht wirklich die dunklen Gedanken loswerden und auch nicht wieder zurückkommen vor dem, was er getan hat. Und demnach hat er sich einfach immer weiter in der Bosheit verloren, bis er dann in 1985 ein weiteres Restaurant eröffnete. Mit dem ursprünglichen Trio, mit dem ursprünglichen Quartett. Auch wenn dies wie ein guter Neuanfang aussieht, war es das mit Sicherheit nicht, denn in dieser neuen Location hat er 6 neue Kinder entführt und ums Leben gebracht. Seine Methode war extrem perfide. Er hat ein Kostüm eines Animatronics getragen und die Kinder dann, wo sie niemand sehen konnte, ermordet. Die Leichen versteckte er danach in den Animatronics Bonnie, Chica, Freddy und Foxy, womit denen auch Leben eingehaucht wurde in gewisser Weise. Denn die Seelen der toten Kinder haben diese Animatronics besessen. Doch der perfideste Teil der Story wurde noch nicht erzählt. William Afton wurde demnach auch verhaftet. Doch er hat sich freigelogen, wie auch immer er das geschafft hat. Nun ist William zurückgegangen ins Diner und hat die Seelen entdeckt, die halt die Animatronics besessen haben. Das Ganze nannte er dann Revenants. Und nun hat er sich halt die Mission gemacht, diese zu erforschen. Die Idee von Leben nach Tod hat ihn natürlich extrem gereizt, da William Afton halt viele Menschen, die bedeutet haben, verloren hat. Und so ist er halt auf die Idee gekommen, diese Energie zu nutzen. Und dies machte er auch, indem er eine neue Location öffnete, mit dem Ziel, so viele Leute wie möglich umzubringen. Dies war der Anfang von Sister Location. Doch der ganze Plan mit der Location, die halt Kinder kidnappen sollte, um Revenants zu holen, ist extrem nach hinten losgegangen, denn Circus Baby hat Williams Tochter erwischt. Als diese sich verbotenerweise Circus Baby genährt hat. Doch das Unglück endet nicht hier für William. Er ist nämlich zurückgegangen und hat die ursprünglichen Animatronics, die ersten Seelen der Opfer seiner Zweitlocation beinhaltet haben, zerlegt, zerstört. Problem ist, es hat die halt freigesetzt und die haben ihm anscheinend Angst gemacht bzw. ihn bedroht. Woraufhin er sich dann in dem Springbody-Anzug versteckt hat und dort auch umgebracht wurde. Nun, das war William Aftons Leben. Doch William Aftons Leben endet nicht mit dem Tod. Es ging weiter für ihn. William Aftons Tod ist auch zugleich die Geburt von Springtrap, einem Animatronic, der wohl eher wahnsinnig ist, anstatt ein böses Genie, wie es halt William Afton war. Und nun jeden umbringt, der in seinem Weg ist. Nun haben wir natürlich den FNAF 3 Animatronic Springtrap, den ihr auch im ganzen Video wahrscheinlich gesehen haben werdet. Und deswegen steige ich direkt mal bei seiner nächsten Form, Scraptrap, ein, die uns zuerst in FNAF 6 Pizza Simulator vorgestellt wurde und auch einer der gefährlichsten Gegner dort ist. Besonders mit dem Hintergrund, dass wir hier Michael Afton spielen, den Sohn von William Afton in FNAF 6, ist es mir immer noch ein Rätsel, wieso er Scraptrap aufgenommen hat, denn man sieht eindeutig, dass da halt eine Leiche unter Springtrap in dem Springtrap-Suit ist. Und da Michael sich auf jeden Fall mit den Erfindungen seines Vaters auskannte, beziehungsweise von den Springtrap, von den Springlock-Suits gehört hat, ist das Ganze ziemlich kurios, warum er den trotzdem aufgenommen hat. Aber falls ihr da eine These habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Wir müssen allerdings zu Scraptrap sagen, dass er ein echt verdientes Finale in FNAF 6 gefunden hat, denn, Spoiler Alert, am Ende wurde er verbrannt in der Pizzeria, falls ihr das Training bekommen habt. Dieses passende Ende wurde von dem einzig wahren Henry Emily noch mit einer absolut epischen Abschlussrede gekürt. Connection terminated. I'm sorry to interrupt you, Elizabeth. If you still even remember that name. But I'm afraid you've been misinformed.
You are not here to receive a gift, nor have you been called here by the individual you assume, although you have indeed been called. You have all been called here, into a labyrinth of sounds and smells, misdirection and misfortune. A labyrinth with no exit, a maze with no prize. You don't even realize that you are trapped. Your lust for blood has driven you in endless circles, chasing the cries of children in some unseen chamber, always seeming so near, yet somehow out of reach. But you will never find them. None of you will. This is where your story ends. And to you, my brave volunteer, who somehow found this job listing not intended for you. Although there was a way out planned for you, I have a feeling that's not what you want. I have a feeling that you are right where you want to be. I am remaining as well. I am nearby. This place will not be remembered, and the memory of everything that started this can finally begin to fade away, as the agony of every tragedy should. And to you monsters trapped in the corridors, be still, and give up your spirits. They don't belong to you. For most of you, I believe there is peace, and perhaps more, waiting for you after the smoke clears. Although for one of you, the darkest pit of hell has opened to swallow you whole. So don't keep the devil waiting, old friend. My daughter, if you can hear me, I knew you would return as well. It's in your nature to protect the innocent. I'm sorry that on that day, the day you were shut out and left to die, no one was there to lift you up into their arms the way you lifted others into yours. And then, what became of you? I should have known you wouldn't be content to disappear. Not my daughter. I couldn't save you then, so let me save you now. It's time to rest, for you, and for those you have carried in your arms. This ends, for all of us, in communication. Die nächste Version von Springtrap ist wohl die süßeste. Plushtrap, ein kleiner Springtrap, der in einem Minigame von FNAF 4 vorkam und auch später in FNAF Ultimate Custom Night. Auch wenn Plushtrap eher auf süß getrimmt ist und keine wirkliche Bedrohung für einen darstellt, ist er trotzdem ziemlich verstörend und ich weiß nicht, wer sich dieses Plüsch holen würde. Trotzdem, extrem coole Variation von William Afton, wenigstens eine, die wahrscheinlich noch nie jemanden umgebracht hat. Hier an der Stelle mal ein kleiner Shoutout an alle Springtraps von FNAF AA Special Delivery. Sollte ich dieses Spiel jemals anfassen, das Mobile-Spiel ist und ich nicht so ein Fan davon eigentlich bin, werde ich da eine eigene Liste für machen, für die ganzen Charaktere. Allerdings, wie es jetzt aussieht, kommen die nicht auf die Liste. Allerdings gibt es da ein paar coole. Dieser Clown Springtrap hier zum Beispiel sieht ziemlich abgefuckt aus. Ja, ich wollte es nur mal erwähnen, damit wir den Platz auf jeden Fall gespeichert haben. Allerdings haben wir jetzt noch zwei Versionen von Springtrap, die wir besprechen werden. Okay, Lichtrap sieht vielleicht nicht aus wie Springtrap, aber das wäre ein riesiger Fehler zu denken, dass dort keine Verbindung herrscht. Denn, wie wir alle wissen, ist Glitchtrap der gute William Afton, der halt in ein Spiel bzw. in Data gefangen wurde. Wie das passiert ist, kann ich euch nicht sagen, allerdings ist er halt dort vertreten und es ist auch die Seele von ihm. Und die nimmt halt die Form von Glitchtrap an. Wir haben natürlich hier einige Ähnlichkeiten zum originalen Design, goldener Hase, Springtrap war auch ein Hase, bzw. Springbody. Und war auch ursprünglich eher golden. Zudem hat er auch noch dieses lila Ton an sich. Das ist auch auf jeden Fall bei Springbody vertreten. Und viele andere Ähnlichkeiten. Zum Beispiel allein schon der Name Glitchtrap ist dementsprechend einfach nur William Afton als Glitch. Als halt in Trap-Version, also in einem Animatronic. Dementsprechend ist dies wohl eine weitere Form von Springtrap. Und wohl die modernste oder eine ziemlich abgespacede Version, allerdings trotzdem, ist es ein Teil von ihm und ein Teil seiner Charaktergeschichte. Deswegen kommt sie hier vor. Zu guter Letzt haben wir den guten Burntrap, der finale Boss von FNAF Security Breach, sollten wir das True Ending machen. Der gute Burntrap hat mit dem Pizza Plex und Vanny den Plan, sich wieder einen physischen Körper zu geben. Was eine saugute Idee ist. Dazu braucht er, wie schon im Video besprochen, Remnants. Also im Endeffekt der ganze Plan von seiner Sister Location, nur halt jetzt aber ins Moderne übersetzt.
Sollten wir bei Roxys Raceway nach unten gehen, auch das entsprechende Labor finden, wo er halt wiederbelebt werden soll. Dies können wir zum Glück verhindern, da wir in einem unfertigen Zustand von dem guten Burntrap ankommen und er demnach noch nicht seine volle Power hat. Denn Burntrap ist ziemlich mächtig. Er kann zum Beispiel Animatronics kontrollieren. Das sehen wir an den ganzen Animatronics, die halt reinkommen und versuchen, Gregory umzubringen. Und auch Freddy, der zum Glück ein bisschen zurückkämpfen kann, nichtsdestotrotz können wir nicht in Freddy reingehen, sollte er gerade von Burntrap manipuliert werden. Dies klingt nach einem sehr mächtigen Animatronic und auch einem ziemlich gruseligen, denn er hat kaum Teile. Man sieht eher das Skelett als in Animatronic. Ziemlich abgefuckt. Viele Leute spekulieren auch, dass tatsächlich Bonnies, also Glamrock Bonnies, Teile an Burntrap sind. Dies ist allerdings nicht bestätigt, deswegen ist es eher so ein Mythos. In dem Sinne aber haben wir hier eine extrem gruselige und auch eine extrem mächtige Form von Springtrap. Und auch die Finale der Liste, denn wir sind schon durch damit. Und sollte das Ending, wo wir den guten Burntrap besiegt haben, das True Ending sein, ist William Afton wieder tot. Denn er wurde am Ende von dem Blob an Animatronics angegriffen und ich glaube nicht, dass er das überlebt hat. Beziehungsweise ich hoffe, dass er das nicht überlebt hat. Allerdings werden wir sehen, ob es der gute William Afton zurückschafft im DLC von Security Breach. In dem Sinne war es das erstmal mit dem Charakter. Relax and game, meine Freunde, und bis zum nächsten Mal.